Oh, ich bin so müde. Nein, 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 da wird nicht reingemalt. Da wird nicht reingemalt. Papa, und wo kriegen wir jetzt Träumung? Auf Papier. Das kann aber niemals. Da nicht, das ist alles Anouk-Sachen. Du hast drüben Malpapier bestimmt. Hallo, Pfeiffer. Das war dort. Ja, hast du gefunden? Ja, das ist. Papa, ich hab dich. Da warst du auch noch wach und. Und dann hab ich mich zu dir hingelegt, dann bin ich sofort wieder eingeschlafen. Was? Deine Spickbacke, du kleine Spickbacke. Oh, schwitzig. Schmutzig? Ja. Nicht schmutzig. Ich hab immer diese Gardine da unter die Matratze, war gut, weil sie lag jetzt da drin. Oh. In der Gardine! Ja, aber die mach ich ganz fest so. Mama! Also wirklich! Papa, die ist ein bisschen böse. Papa, die hat meinen Fuß! Mhm. Die weiß nicht, was sie tut. Oh Mann, ich muss. Oh, die will sehen. Mich anziehen. Oh, ja. Du bist so brav, du bist so brav. Papa, deine Kamera ist aus. Marlies? Oh, nee. Muss mir jetzt für den machen. Komm, wir gehen. Hallo, Junge. Tada. So, 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 so. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin im Salon. Und jetzt bin ich auch wieder salonfähig. Also vorhin war ich ja so müde. Meine Herren, salonfähig ist er. Die ersten Mücken quartieren sich hier ein im Salon. Und der Achim hat heute Wandertag. Wie geil ist das, wenn du irgendwie so 50 bist oder was und dann einfach nochmal Wandertag hast? Mal kurz. Mit der Berufsschule. Ich meine, und du bist kein Berufsschullehrer. Dann hatte ich meinen letzten Wandertag. Der sagt einfach, nee, ich komme morgen nicht zur Arbeit, ich habe Wandertag. Toll. Tolle Wurst. So ein fauler Hund. Ja, ich hoffe, der Vlog ist jetzt so hochgeladen. Über Nacht ist unser Internet abgestürzt. Also nicht sauer sein, ja, nicht wundern oder so, ja, dass ab und zu mal auch was später kommt oder manchmal jetzt auch gar nicht kommt, mal ein Tag oder so. Weil einfach, wenn dann nichts los ist oder so und ich nichts zeigen kann, dann zeige ich nichts. Fertig. So ist es. Also, oder wenn jetzt, eben so wie jetzt gestern Abend, ein Internet abgestürzt. Komplett. Ich weiß nicht, Vodafone hat Probleme ohne Ende. Und dann schicken sie natürlich immer, dann schickt immer die Telekom ihre Vertreter los, um dann die frustrierten Vodafone-Kunden abzuwerben. Und ja. Oh, und so was. Bin ich aber auch nicht Fan von. Also ich bin überhaupt nicht Fan von diesen Klingeln und wollen sie nicht wechseln. Oh, geht nicht. Naja, wie gesagt, dadurch nicht sauer sein, wenn mal was später kommt und müsste jetzt hochgeladen sein. Eigener Auftrag. Licht funktioniert nicht. Warum? Guckt als erstes nach dem Stecker und hier sind beide Kabel rausgerissen. Warum auch immer, keine Ahnung. Das ist eigentlich so ein Anfängerfehler, wenn man die Stecker, die Kabel nicht richtig in die Stecker macht, dann reißen die halt schnell raus oder lösen sich. So wie ich das mache, kann es eigentlich nicht passieren. Weiß ich nicht, warum das passiert ist hier. Also den Stecker nach dem Dynamo anschließen, den Stecker hier öffnen, indem man hier mit dem Schraubenzieher, mit dem schmalen Schraubenzieher reinsticht und das dann so leicht nach oben bewegt. Und es raus. So, hier ist markiert Erde, da kommt Erde rein. Also keine Erde, kein Mutterboden. Der Rahmenleitkontakt.
sozusagen. Das hier ist dieser schwarz-weiß markierte. Gucken wir mal. Lang genug abisoliert ist es ja. Das kann sich eigentlich nicht rausziehen. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Das ist irgendwie passiert. Wieso, weshalb, warum? Einmal umschlagen, durchstecken, umschlagen. Das gleiche mit der anderen Seite, ist ja klar. Durchstecken, umschlagen. Jetzt mache ich das Käppchen ruf. Biegt die so ein bisschen weg. So halb ruf. Und lenke die hier ab. Schieb die Kappe ruf. Perfekt. Das hält. Anstecken. Und genießen. Gucken, was hinten funktioniert. Jawohl. Das war's. Das war Nabendynamo anschließen. Wie funktioniert das? Jo, ich hab ein bisschen geräumt hier. Den Tisch weg, das war mir zu voll. Nur den kleinen Tisch hier hin. Und muss ja auch nicht da sein. Und das, alles, was hier drauf ist, muss ja wegsortiert werden immer. Das ist also der Tisch, wenn man Teile abbaut, legt man sie dahin und dann müssen sie halt wegsortiert werden. Tja, und dann habe ich ja so viel zu tun eigentlich im Winter. Wie sehr ich das alles schaffe. Hatte ich halt vorhabe. Meine Güte. Ach, und ja, also ich habe, fällt mir ein, oder irgendwie aufmerksame Hörer haben es mitbekommen, ich mache ein Praktikum in einer Autowerkstatt für einen Monat, ich als Praktikant in eine Autowerkstatt. Und die gehörten Bekannten, ja, und da ich arbeiten und ich denke aber nicht, dass ich da filmen kann. Das denke ich nicht, außer ich mache wirklich meine Arbeit so für mich selber oder so. Ansonsten denke ich nicht, dass ich da filmen kann, aber ja, für mich ist es eine Erfahrung einfach. Ich werde versuchen, jeden Tag so einen kleinen Bericht reinzustellen oder so, was ich gemacht habe. Ob ich dann dazu komme, weiß ich nicht, weil ich habe ja dann diesen Autowerkstatt-Job und dann nebenbei noch muss ich mich ein bisschen um Aufräumen hier kümmern, organisieren, ums und darum natürlich, dass ein bisschen Geld auch hinkommt, weil dieser Praktikum ist unbezahlt. Also in der Zeit kann ich kein Geld verdienen. Also muss ich irgendwie nebenbei mit irgendwas Geld verdienen. Muss ich halt schauen, wie ich das denn kriege. Jetzt gehe ich erstmal zu Puppet Master Paule, Puppen Paule. Ja, und der wollte mir was zeigen, was er hat und wollte wissen, was das wert ist, eine Antiquität oder irgend so was hat er von seiner Mutter. Ein bisschen Kram. Das schaue ich mir jetzt an. Tja, 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 da ist er wieder. Jetzt bin ich wieder im Geschäft. So, alles, was ich mir angeguckt habe, ist nachgemacht gewesen, nachgemachte Antiquitäten. Gab es halt einen Riesentrend Ende der 90er, Anfang der 2000er. Also, da wurde ein Haufen Zeug gerade aus Holland oder über Holland importiert. Also nachgemachte Gemälde, nachgemachte Möbel, Stilsachen, Elemente, Tafelaufsätze, alle so Sachen. Und auch da stammen diese Sachen her, die ich mir gerade angeguckt habe. Also nichts Antikes, sondern einfach nur auf Antik gemachtes. Schade. War also nichts brauchbar von den Sachen. Im Laden ist offensichtlich auch nicht viel passiert hier. Da hoffen wir, dass heute noch irgendwas passiert, ja, sonst ist es ja eine richtige Nullnummer. Ja. Gestern war okay, aber heute ist so lala.
Tja, hat er nur runtergerufen, aber er kommt nicht. Gut, der Felgenring ist poliert. Der alte, den werde ich vielleicht einspeichen. Aber das heißt vielleicht, den werde ich ganz sicher einspeichen. Kommt eine schöne Sachsnaberin, Dreigang. Dann haben wir wieder was für einen schönen Aufbau von einem alten Rad. So, was haben wir denn hier? Ein Böttcher, ein Fassmacher sozusagen. Runde Kistenbauer. So, Achtung. Hat da jemand den 5er Inbus geklaut? Nein, mehrere. Ja, tut mir leid. War so. Das heißt, wenn ich jetzt ein Boot kaufen will, nehme ich dich mit, damit du die Begutachtung mitmachst. Was soll ich denn da begutachten? Ja, mal, da. Boah, dann. Was soll ich denn da begutachten? Hm? Ja, ich weiß mal gar nicht. Was? Ja, ich weiß gerade mal, ich guck mal in die Bilge rein, damit ich sehe, ob da Wasser reinkommt. Da kommt Wasser rein, das ist ja, ja ein Bildenbruch. Muss ja auch, aber je nachdem, wie hoch es ist und wie es aussieht, das Wasser. Das steht doch trocken, Mann, wie willst du denn da Wasser? Da war doch ein Wasserbild, das Ding hat doch im Wasser geschwommen. Eben, dann kann ich das schon mal wieder nicht mehr machen. Oh. Hm? Ich arbeite gerade noch, innere Ruhe zu finden. Was soll ich denn da helfen? Du sagst mir gerade, du hast Boot. Nee, was soll ich da begutachten? Jetzt fällt mir auch auf, dass wir immer lauter werden. Achso. Darf ich bitte nur schreien? Okay, mach mal. Ja, was man beim Boot so begutachtet. Ja, guckst du, ob der Stahlrumpf gut ist? Ja, ich gucke so. Ja, sieht gut aus. Genau, du guckst vielleicht so. Aber guck mal hier, ist nicht gut geschweißt. Dann sag ich, Tom, deswegen. Deswegen ist jetzt hier. Deswegen, Mann. Am Rückweg machen wir noch einen Song. Deswegen bist du jetzt hier. Naja, man kann nicht alles haben. Ne? Hallo? Ja, Cycle-Temperatur, ich will Handy-Temperatur. Er macht Handy-Reparatur. Hast du das kaputte Handy gerade? Kein Problem. Kann sie bringen, mein Laden. Aber kein Laden. Hast du einen Laden? Handy-Laden, ja. Ja? Hier vorne, Power kommt für. Ja, es gibt einige hier vorne. Ja. Kannst du so ein iPod? iPod? Kannst du den öffnen? iPod, welcher iPod? iPad, ja? Meinst du? iPod, was ist das Problem? Ob du den aufmachen kannst? Ich habe den in Frankreich gefunden. Bring mir Laden dann. Der hast du hier? Ist französisch und ist auch nicht meine Anmeldung. Okay. Ich kann zwar überall reingehen, okay, und aufmachen. Und ich glaube, das ist iCloud, ja? Bring mal, ich gucke mal. Kannst du zurücksetzen, den Ding? I want to test it, I will check it and tell you what's the problem. If it's iCloud locked, then I try to remove. I can. Sometimes I can remove the iCloud. How much you take for it? Sorry? How much you take for it? No problem. So you can bring. There's always something. No problem. It's okay. I take from you good price. Not so much. How much? Yeah. I'm asking if you check if the software problem. I will do it for you free. Yeah. Okay. If the hardware problem, then I must tell you how much. It depends on the hardware. Yeah. Okay. You need parts and stuff. But it's not the hardware thing. Software, then bring me, I'll make for you. You can tell I come from second fatherland and then I know. Okay. Yeah. One like this? Used one? Yes, I think. But I think I have black one. How much pay this? 2 euros.
You have a car? I have London here. Power confusion. So I should call Puzzle Dam number 16. Number 16. Yeah, number 16. But this is not exactly because the exactly you cannot find it. No? Yes. Because you okay, I think yes. I must put it from here. Okay. I'll bring you my cycle. I buy electro forward, so the problem. Oh, is electro. Oh, it's very good forward. Yeah, okay. This is very good forward. It's the 60 kilometer one akku charge full, then you can drive. Yeah, I can drive with my bike more than this. I know that. And then? I will bring it tomorrow, okay? But we. Yeah. Thank you so much. Have a nice day. Because she has a Jarisch mehr. Mein Fahrrad braucht eigentlich nur. Ja, bitte du. Wir lassen mal kurz drin gucken, damit du dabei bist. Nicht, dass du gesagt. Ja, aber ich glaube, du merkst das so gar nicht. Du hast schon richtig gesagt. Und das ist, kommt wesentlich unter der. Vielleicht siehst du ja was, was ich als Laie mich so fragen würde. Soll ich? Ja. Was war denn? Ich dachte, wir machen das zusammen. Das meinte ich mal so. Ach so. Wohin denn? Hier, ja? Ja? Ja, mach zusammen hier. Wie, was? Na, du stehst oder was? Na ja, hier. Ja, na ja, na sicher. Nein! Wir haben eine empfindliche Haut. Das kann doch wohl die Wahl sein. Was ist denn das? So. Also eigentlich dürfte das, was ich brauche, ganz schnell gehen. Die Schaltung, ob die noch rappelt oder nicht. Kurzen Dämpferservice. Dämpfer. So, jetzt mal eben eine Axt. Pass auf. Ja, das ist doch welche. Ah ne, ist ja schon raus. Ja, das ist schon raus. Das kann aber noch so weit rein. Das ist geil. Was ich alles Fahrwerk verstellen kann. Braucht keiner. Ja, aber hier oben am Cockpit oder nicht? Ja, das sind wieder die 2000 Euro extra. So, welche vorne? Ne, vorne war ja schon geklärt. Hörst du schon, ne? Eine Scheibe schleift. Der ist zu weit drüben. Sieht man doch, ist doch eindeutig. Hier, zack, fertig. So, kannst du wieder losfahren. Ja, ein bisschen verstellt. Ja, das machen wir nicht hier mit Belastung. Wie mit Belastung? Ja, schalten mit Belastung, unter Belastung. Ja, muss aber die Kette mal fetten, Junge. Jetzt? Der Rückwärtsdreh, so. Das ist ja dann dein Spaß, ja? Mit Arschloch. Du Wichser. Boah. Fast kein Geräusch gemacht. Naja, sieht das auch nicht so schnell an. Den fährt man ja auch nicht. Gut, der ist wie gesagt beschissen. Da müssen wir vorne das hinterher. Geht auch besser jetzt, ne? Kannst du dich erinnern, war doch vorher. So, jetzt auch mal eins. Danke. Was beiseite. Hm? Gib dir einen Huni. Dafür? Rechnung an, als Klavier. Du meinst aber jetzt nicht. Nicht nur den Dämpfer, ne? Natürlich nicht. Ja, ich würde anfangen, zum Beispiel. Kannst du verkaufen? Nee, das würde ich ja nie verkaufen sogar. Ah, ein Stück Plastik hat er gestört, das ist jetzt weggebrochen. Wie gedacht. Oh, und wie sich anhört. Auch Holländer eben. Oh Gott, guck mal hier. Hier läuft da aus dem Schlosser dran. Sicherheitsfanatiker. Scheiße. Hallo. Hallo. Stehen.
mit wie viel wäre ich denn dann da dabei? Ja, je nachdem. Ich gucke mir jetzt gerne erstmal das Rad an, weil sie da alles abgeschnitten haben und dann schaue ich. Nee, aber so ungefähr, dass das ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich dir den sagen? Von bis, wenn du sagst, da ist nicht mehr und dann haben sie ja den Bremssattel abgeschnitten. Und ja. Mitgenommen. Ja. Naja, dann brauchst du auch eine neue Bremse. Neuen, ganz neuen Zug. Ach Gott. Naja, ist ja kein Zug, ist ja Öl dann, ne? Nee, aber wenn sie es abgeschnitten haben, also es hört sich an nach das Kabel dann auch durchgeschnitten. Ne? Auch Öl läuft in so einer Hülle. Ja, ja. So. Ich hab offensichtlich so keine Ahnung, wie die Scheibenbremse genau, so funktionieren. Das brauchst du ja nicht abnehmen. Ist einfach nur so, ja. das ist mit Öl. Ah, das ne? ist okay. Und wenn sie das dann selber auch durchschneiden, einfach um das mitzunehmen. So. Ja. Aber genau. Die Gabel ist schon noch drin. Ja. Okay, alles klar. Ja, das Strom wollten sie nicht haben. Bring es einfach mal vorbei. Ich muss gucken, was daran gehört, ob wir das überhaupt nehmen können und dann schauen wir mal. Okay. Ne? Dafür will ich 40 Euro haben für das Rad. Okay. Ne? Cool. Das günstigste, was man machen kann, da ist ein Reifen drauf, da genau. ist ein Schlauch schon drin, das brauchst du ja alles, wenn du geklaut ist. Wenn du das alles neu holst, bist du da. Ja, 120 mindestens. Vor 100. Ja. Plus nochmal Decke, ja. Felgenband und Schlauch. Genau. Deswegen, also 40 Euro Liter, das ist eine einfache Geschichte. Und dann aber das mal ist was komplett. Dem Einbau kostet 10 Euro von dem. Mhm. Und dann den anderen müssen wir gucken. Wenn du da eine komplette Bremse nochmal brauchst, wie gesagt, das kann hoch. Ne? Okay. Deswegen. Okay, gut. Herzlichen Dank. Ihr seid ab morgen, ab wie viel Uhr wieder auf? Ab 9 Uhr bin ich hier. Ab 9, okay. Dankeschön. Und dann, bis morgen. Aber, den Rest von deinem Rad ja. nicht auf der Straße. Nein! Lassen, weil ja. dann ist es komplett beschädigt. Ja, nein, ja. das ist jetzt im Keller. Okay, alles klar. Das gut. Den Kerzen sind da zum Kamerareiter umfunktioniert, ja? Naja, hallo. Papi! Hallo! Wieder da! Ach ja, ihr wart ja weg. Schön, dass wir jetzt. Nee, war bei Moritz. Bei Moritz? Ich bin wieder da. Hi. Hallo. Oh. Mama hat ziemlich lange gedauert, bis sie da war. Ja, ja. Was soll ich denn? Hallo. Hallo. Gut, fertig ist fertig. Schaut mal hier, habe ich gebastelt aus dem Schlüssel, aus einer alten Speicher. Ach, Mensch, na nü. Oh, das ist aber ungünstig hier. Naja. Aus einer alten Speiche, guck mal hier, aus einer alten Speiche. Da hat mir einen Schlüsselring gebastelt für meinen Letterman. Ein Letterman. Für den Ledermann. Hm? Dachte mir, ist cool so. Hm. Den schönen Bogen. Hm? Und hab jetzt meinen Schlüsselring hier. Findet ihr das auch cool? Keine Ahnung, weiß nicht. Ich fand's ganz cool. Hallo! Na? Guten Abend. Heute Morgen warst du nicht da, hab ich für dich gefreut. War nicht da? Nee. Doch, ich war ja. Morgens war ich da und dann war ich kurz weg. Da war ich genau in der Zeit hier. Zwischen 9:30 Nee. Ich war hier um 20 Uhr, warte mal, ungefähr 9:30. Da war ich ja hier. Nee, da war abgeschossen. Dunkel abgeschossen. Und der Tommy jetzt schlägt ja endlich mal aus. Nee, da wollte ich nicht. Weiß nicht, was du gemacht hast, aber jetzt gebe ich dir endlich dein Geld und mein Fahrrad fühlt sich so toll an. Das ist schön. Das hat sich so gelohnt. Nee, zum Schlafen hatte ich leider keine Zeit heute Morgen. Ich war ja schon im Stehblitz und alles, aber. Das ist jetzt noch zu IKEA. Ich beneide mich nicht. Das, IKEA? Mein, ja, ich muss das in IKEA. In ein Jahr Zeit. Jetzt vorbei. Ich liebe mein neues Fahrrad. Das ist schön. Danke, danke. Ich bin ein paar Minuten schneller jetzt morgens. Echt? Was meinst du, wie sich das summiert? Das ist Lebenszeit. Ja, und das ist Luxus. Ja, eben. Ja. Danke dir. Das ist gut.
Das war doch mal ein Kompliment, oder? Ich hätte mal doch gerne. Toll.